Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Tacticfuchs Tactical Gaming. Gears Tactics ist Geschichte, ein neues und wie ich finde hochinteressantes Rundentaktikspiel nimmt seinen Platz ein. King Arthur Knight's Tale. King Arthur Knight's Tale ist für mich nicht nur aufgrund seines Settings spannend, also so eine Vermischung der klassischen Artus-Sage mit Dark Fantasy-Elementen, sondern auch, weil die angesprochene Rundentaktik hier durch klassische Rollenspielmechaniken ergänzt wird. Also wir haben sowas wie Stufenaufstiege, Charaktereigenschaften, ein Moralsystem und so weiter, alles was man so kennt. Doch damit nicht genug. Parallel dazu gibt es auch noch Gebäude, welche wir ausbauen können und dann mit unseren Rittern besetzen können, um diverse Boni freizuschalten. Damit erhält das Spiel praktisch noch so eine eher strategische Ebene dazu. Klingt alles sehr, sehr gut. Wie bereits angesprochen, wird das Spiel den Sendeplatz von Gears Tactics einnehmen und wird daher montags, mittwochs und freitags jeweils um 16 Uhr hier auf meinem Kanal online gehen. Zum Start des Let's Plays auch direkt mal 2 Wochen hintereinander, damit wir die ersten 6 Folgen schön hintereinander durchspielen können und danach dann im wöchentlichen Wechsel mit XCOM 2. Für alle, die jetzt hier nicht mitgekommen sind, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Programmkalender. Dort könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe anschauen, wann hier was auf meinem Kanal online geht. An dieser Stelle möchte ich euch noch kurz mitteilen, dass ich hier eigentlich gerne eine etwas hübschere Einleitung zum Start dieses neuen Let's Plays aufgenommen hätte. Aber just vor Aufnahmebeginn ging die Seite, auf der meine kompletten Stream- und Aufnahmen-Overlays lagen, vom Netz. Und ja, ich muss jetzt in den nächsten Wochen das Ganze mühselig wieder zusammenbasteln und schauen, was ich überhaupt davon lokal auf meinem Rechner habe. Aber okay, das ist dann mein Problem. Eine Sache noch, bevor wir starten. Ich würde mich über eure Daumen nach oben und viele, viele Kommentare zu diesem Video freuen. Damit helft ihr gerade bei einer ersten Folge von einem Let's Play, die Sichtbarkeit hier bei YouTube deutlich zu erhöhen. Ich sage an der Stelle schon mal vielen lieben Dank dafür. So, doch nun genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß mit King Arthur Knight's Tale. Gut, dann wollen wir mal. Neue Kampagne. Wir spielen in dem Let's Play natürlich den klassischen Modus. Das andere hier, das macht für ein Let's Play nicht wirklich Sinn. Aber wir gehen mal auf schwer. Gegner sind stärker und Lagerfeuer stellen während Missionen nur geringfügig Lebenspunkte und Rüstung wieder her. Wake up, Knight. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia. When King Arthur's adversaries marched against the once and future king. You have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both died, and yet you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare. So I want you to go on a knightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur.
or whatever he has become, after I took his dying vessel to Avalon. Sir Mordred, living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him, but I can't just yet. Serves him right anyway. I've set this dread knight on a dark path, and for now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis, and wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible, after all. Almost killed the king who cannot be killed. And that's how the nightmare began. Wow, Leute, das war ja schon mal ein richtig epischer Start. Ja, also, wir sind Sir Mordred hier und für alle, die jetzt noch sich nicht so ganz auskennen mit der Art, sage ich, ich bin auch nicht wirklich tief drin, ich kenne auch nur so das Oberflächliche. Sir Mordred hat ja also, das haben wir im Vorspann gesehen, den König verraten und sie haben sich in dieser Entscheidungsschlacht dann um Britannia gegenseitig getötet oder zumindest tödlich verwundet und wir sind hier jetzt in Avalon, also das ist ja die Apfelinsel, wird es auch glaube ich genannt in der Sage. Das ist so eine Art Zwischenwelt, so ich würde mal, ja ich würde mal den Quervergleich ziehen vielleicht mit der nordischen Mythologie wie Valhalla, also alle gestorbenen Helden oder Ritter und was auch immer kommen hier nach Avalon und da sind wir jetzt und ja, wir haben gesehen, unser Auftrag ist quasi das zu Ende bringen, was wir angefangen haben, nämlich König Arthur erneut zu töten oder tatsächlich zu töten, denn tja, wir wissen es selbst noch nicht so genau, was wir sind. Sind wir jetzt so untot oder ist das eine Traumwelt oder was auch immer? Ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Also, erstmal so die Grundsteuerung. Wir können hier mit WASD steuern. Ganz klassisch oder mit rechter Maustaste. Und das Scrollrad an der Maus lässt uns hier ein bisschen raus und rein zoomen und uns hier auch umschauen bei gedrückter Maustaste. Ja, also die Grafik ist schon mal hier sehr, sehr ansprechend. Das gefällt mir. Gut, gehen wir es an. Das ist wohl anklickbar. Rein der Herrin. Dies ist die legendäre Insel Avalon, weit jenseits des Reiches Britannia, umgeben vom endlosen Meer der Anderwelt. Avalon ist die Heimat der mächtigsten Zauberin, die jemals existierte. Sie hat viele Namen, doch in Britannia verehrte man sie als Herrin vom See. Sie wurde unter den kalten Wellen geboren und stieg zur Herrscherin dieser magischen Insel auf. Sie ist die Unsterbliche, die das Schicksal sterblicher Könige und Königinnen spinnt. Diejenige, die die Sprache der Seen und alten Wälder spricht. Sie beherrscht dieses Land, das einst ein Ruheort für die gefallenen Helden sein sollte. Ah, da haben wir es, was ich gesagt habe, okay. Das Spiegelbild des mächtigsten Königreichs in der Welt der Sterblichen. Okay. Sonst können wir hier, glaube ich, nichts machen, oder? Nee. Wait! Who the hell are you? I'm here to teach you some manners, lad. Okay, erster Kampf. Ziel tötet die Wache. So, was haben wir jetzt hier alles? Wir können hier mal... Ah ja, da unten sehen wir schon, wie sich die Aktionspunkte verringern, je nachdem, wo ich hinlaufe. Wir bekommen quasi alles, was hier noch grün eingerahmt ist, was ihr hier seht, kostet uns also maximal 4 Bewegungspunkte, weil wir die 3, die dann noch grün bleiben, die brauchen wir zum Schlagen. Hier unten sehen wir, was wir haben. Wir haben einmal einen Schlag. Fügt einem angrenzenden Gegner 100% Waffenschaden zu, kostet eben 3 Aktionspunkte. Und wir haben Brandmarken, Fernkampf, Zauberbann. Belegt das Ziel einen Zug lang mit 20% Verwundbarkeit. Sehen wir das, was Verwundbarkeit bedeutet? Und das irgendwie, kann ich das offen lassen und... Aber gut, wahrscheinlich heißt es dann einfach, dass ich ihm mehr Schaden mache, als ich ihm sonst machen würde, ist ja irgendwo klar. Wir haben hier unten
verschiedene Lebensbalken oder verschiedene farbliche Balken, die wir hier sehen. Oder fangen wir mal oben an. Diese 5 Punkte da oben, das sind Rüstungspunkte. Das sind die hier. Rüstung wird vom Schaden eines Treffers abgezogen und nur die Differenz wird erlitten. Je nach Rüstungsbruch angreifender Fähigkeit verliert das Ziel etwas Rüstung. Also, andersrum gesagt, der Gegner muss mindestens 6 Schaden schlagen, um uns überhaupt Schaden zu machen, weil wir 5 Rüstungspunkte haben. Aber je nach Waffe oder je nach Angriffsart, die er hat, zerschlägt er uns auch diese Rüstung im Lauf des Kampfes. Danach wird der braune Lebensbalken angegriffen. Das sind die Lebenspunkte. Schaden, den du erleiden kannst, bevor deine Lebenskraft Schaden nimmt. Und danach, wenn diese 18 Punkte weg sind, dann geht es auf die Lebenskraft. Und warum wird das unterschieden? Das sehen wir hier. Das Erleiden von Lebenskraftschaden kann zu langwierigen Verletzungen und schließlich zum Tod führen. Lebenskraft wird nach Missionen nicht wiederhergestellt. Also, Die füllt sich wieder auf. Ich glaube, die Rüstungspunkte auch. Bin mir allerdings nicht sicher. Ich glaube aber schon. Und diese Lebenspunkte hier, die füllen sich eben nicht wieder auf. Und sobald man also hier in diesem Bereich Schaden nimmt, dann entstehen auch oder können auch permanente Verletzungen entstehen, die dann eben den Charakter für das weitere Spiel schwächen. So, was haben wir noch? Ja, das sind Resistenzen. Ist jetzt nicht wirklich interessant. Wir haben eine 30 Blocken. Das ist der Prozentsatz, mit dem wir blocken können. Verletzungsmarker. Ja, das werden wir im Laufe des Spiels noch herausfinden. Hier gibt es eine interessante Mechanik. Wir können Punkte zurücklegen. Also wenn wir in einem Zug nicht alle Punkte benutzen oder nicht alle Punkte benutzen wollen, können wir sie zurücklegen für die nächste Runde. Also hier steht sehr, verbrauche alle verbleibenden Aktionspunkte, um einige für den nächsten Zug zurückzulegen. Der Held legt 1, 2, 3 zusätzliche Aktionspunkte für 1, 3 und 6 auf diese Weise verbrauchte AP zurück. Also lege ich einen zurück, bekomme ich einen, lege ich 3 zurück, bekomme ich 2, lege ich 6 zurück, bekomme ich 3. Gut, und hier oben hätten wir noch eine Wacht. Wähle einen Bereich und verbrauche alle verbleibenden Aktionspunkte. Wenn Gegner in ihrem nächsten Zug den ausgewählten Bereich betreten, wird pro 3 verbrauchte Aktionspunkte ein sofortiger Angriff ausgeführt. Nur ein Angriff pro Gegner. Das ist wichtig, sonst könnte man das jetzt hier vielleicht schon machen. Wenn er tatsächlich zweimal auf ihn schlagen würde, aber das macht er nicht. Von daher, wir laufen jetzt also ganz normal auf ihn zu. Und haben jetzt noch 4 Punkte. 3 brauchen wir hier. Das heißt, wir schlagen jetzt und machen ihm 5 Schaden. Und damit ist der Zug. Wir haben jetzt einen übrig. Den legen wir jetzt zurück. Dann müssten wir beim nächsten Mal, ich muss gucken, es waren jetzt glaube ich 7, beim nächsten Mal müssten wir 8 haben. Und beenden den Zug. So, die Wache schlägt zurück. Wir haben geblockt, haben einen Rüstungspunkt verloren. Und jetzt seht ihr es schon, wir haben tatsächlich 8, also jetzt haben wir mehr. Wir können jetzt nochmal zuschlagen und da wir ja 6 bis 8 Schaden machen, sollte es das jetzt... Nee? Ach so, warte mal, rechnet er Resistenzen und so Geschichten nicht mit ein. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben ja genug Erfahrungspunkte. Wir nehmen zuerst das Brandmarken auf ihn. Jetzt haben wir ihm Verwundbarkeit gegeben und wahrscheinlich machen wir jetzt mehr Schaden. Ja. Okay, erkunde das Gefängnis. Das machen wir. Gibt es irgendeine Taste, wo man sich so Sachen an highlighten lassen kann? Das Verlies. Ich glaube nicht. Da ist was. Ne, erst wenn man drüber geht, da ist ein Fass. 19 Goldstücke.
Euda. Hier kriegen wir auch immer gleich Tooltips. Während deiner Abenteuer kannst du an verschiedenen Orten Beute machen. Allerdings kannst du deine Beute nur zwischen den Missionen auf der Abenteuerkarte ausrüsten und verwalten. Okay. Hier ist nichts. Open the door, whoever you are. Help me and I will help you. War hier noch was? Da ist auf jeden Fall einer drin in der anderen Zelle. Die restlichen sind leer. Okay. Well, well, well. Sir Kay, King Arthur's Seneschal. In a dungeon rotting away. A hero's reward. An honest and capable man. But a bit dull. Like an untended blade. Sir Mordred, the Scourge of Britannia is back. Avalon is not a place for your treacherous kind. So, an dieser Stelle muss ich vielleicht mal noch erwähnen, ich hatte, bevor wir hier gestartet haben mit diesem Let's Play, auf YouTube eine Umfrage gestartet, wie wir unseren Sir Mordred spielen sollen. Das zeige ich euch später noch, wie das funktioniert. Wir haben so ein, ja, wie soll ich es nennen? Es ist so eine Art Skillbaum, den ich in verschiedene Richtungen bewegen kann. Auf der einen Seite ist das der rechtschaffene Teil, auf der anderen Seite der tyrannische Teil, also oben und unten. Und dann sage ich mal, nach links und nach rechts haben wir dann noch christlich und heidnisch. Und in diese vier Richtungen, also man muss sich das quasi als Kreis vorstellen, in diese vier Richtungen entwickelt sich und verschiebt sich dann unser Charakter. Und da hatte ich abgestimmt, wie wir unseren Charakter spielen sollen. Und am Ende, es war lange Zeit sehr, sehr knapp, noch knapper, als dann am Ende war. Aber dann hat sich doch die rechtschaffene, heidnische Seite durchgesetzt. Genau, rechtschaffen, heidnisch wollt ihr ihn haben. Und das ist jetzt so ein bisschen konträr zu seiner eigentlichen Rolle. Er ist ja ein Verräter gewesen, er ist eher der Böse, der Anti-Held. Aber ja, gut, er kann sich ja entwickeln und ihr wollt ihn jetzt rechtschaffen heidnisch haben und entsprechend dieser Entscheidung von euch werde ich natürlich auch jetzt hier so ein bisschen die Dialogoptionen abwägen. Was zur Hölle ist hier los? Beruhigt euch und redet mit mir. Are you real? Or just a ghost? Tell me, Mordred, do you remember killing me? Nein, und dennoch seid ihr hier. Sprecht! Help me escape, traitor. Then we may talk. Okay. Was ist das überhaupt für ein elender Ort? I've already told you. Avalon. The island of the fallen knights. And this is Castle Camelot. Okay, komm, da kommt's noch so ein bisschen durch. Wenn ihr mich auf den Arm nehmt, breche ich euch die Knochen. Dies ist eure Burg? Yes. Not the one that you remember, though. Okay, ihr habt mir Hilfe versprochen, wenn ich euch befreie. Was ist damit? I keep my promises. I will help you, Mordred. Okay. The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon, you must make your very first decisions. Okay, dann öffnen wir ihm mal die Tür. So, und jetzt sind wir zu... Können wir uns schon bewegen? Jawohl, wir sind zu zweit. Great. That's my arm over there. Aha. Finally. Oh, okay. I feel more useful now. You think a sword makes you less useless? We must get out of here. Go to the door and let me handle this. Die Tür? Welche? Da kommen wir her, glaube ich. Na, die hier, meint er. Rascals! I told you that you will pay for this. What the hell is he doing out of his cell? Surprise! Okay, so, wir stehen direkt hinter dieser Wache. Jetzt. Panik.
Okay. Okay, das ist nämlich genau der, das ist so der erste kleine Kritikpunkt, den ich habe. Man muss hier mehr oder weniger selbst den Schaden berechnen oder zumindest überschlagen. Das, was hier steht, ist immer gleich. Diese 6 bis 8. Wir machen 6 bis 8 Schaden. Das ist der Standard. Allerdings wird jetzt hier nicht rein berechnet, dass dieser Gegner 20% Resistenz hat. Das heißt, diese 20% muss ich von diesen 6 bis 8 abziehen. An dem Balken kann man es so einigermaßen erkennen, aber ich krieg's nicht genau angezeigt. Und was, glaube ich, ebenfalls nicht rein gerechnet wird jetzt, ist, dass wenn wir von hinten angreifen, dann ist das irgendwie so eine Art Überraschungsangriff oder was, was dann wiederum einen Bonus auf diese 6 bis 8 gibt. Die sind auch noch nicht reingerechnet. Ich mache jetzt aber trotzdem noch Folgendes, weil ich mich jetzt ja nicht bewege. Wir schlagen zweimal, komm. Wir schlagen jetzt zuerst mal zu. Aha, seht ihr? Rückenstich, das habe ich gemeint. Wir haben jetzt 9 Schaden gemacht. Okay, und dann, ja, hauen wir halt noch ein zweites Mal zu. Das würde ich mir wünschen, dass diese Berechnung irgendwo angezeigt wird. Also, dass schon der modifizierte Wert dann letztendlich angezeigt wird. Das würde es deutlich einfacher machen. So, wir sparen den letzten Aktionspunkt. Nehmen jetzt hier unseren zweiten Sir Kay. Er macht 11 bis 13 Waffenschaden mit diesem Schlag. Ja gut, dann können wir ja eigentlich hier direkt hinlaufen und müssten ihn töten. Machen wir, 13. That's it. I was just getting warmed up. Okay, wie geht's weiter? Gibt's hier was? Glaube nicht. Ich hoffe, ich übersehe hier als nichts. Man kann es sich, glaube ich, nicht highlighten lassen. Ich muss nach der Folge nochmal gucken, ob es vielleicht doch eine Taste gibt, aber es ist zumindest keine der standardmäßigen. Ich glaube, es leuchtet automatisch auf. Siegel für schwere Rüstung, 59 Gold. Okay. Aber ansonsten auch nichts. This is the Warden's room. Prepare for battle. Okay, machen wir. Gehen wir rein. Sir Kay, you are really persistent, but I can't let you walk free. You don't have much choice in the matter now, Warden. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben 2 Zehnerwachen und hier hinten ist dieser Wächter, der jetzt auch noch 20 HP hat und 2 Rüstungspunkte. Your Highness? Das sind 3. Also über Eck laufen kostet auch immer 2 Bewegungspunkte, das sehe ich jetzt gerade. Gut, dann gehen wir mal den hier an. Gut, reicht aber trotzdem direkt für einen Kill. Und dann kann Sir Mordred kann sich den hier dem hier entgegenstellen. Der hat jetzt, glaube ich, schon diese Panik. Genau, da sehen wir es. Da sehen wir es. Panik. Minus 10% Schaden macht er selbst. Und wir schlagen jetzt einmal zu. Und sparen uns den letzten Punkt wieder auf. So, dem seinen Schlag haben wir geblockt. Der konnte nicht mehr schlagen. Ready to fight. Wir kriegen ihn in dieser Runde hier nur rangestellt. Und Sir Mordred wird einmal ihn töten.
Und dann mit den restlichen. Na komm, jetzt können wir ihn brandmarken. Verwundbarkeit. So, da drüben haben wir es. Die Verwundbarkeit. Jeder erlittene Schaden wird um 20% erhöht. Das hatte ich vorhin schon geguckt, ob das irgendwo. Und jetzt schlagen wir nochmal zu. 3. Weil er Rüstung hatte und weil er eben auch Blocken 30% hat. So, er hat uns hier einmal Rüstung genommen. Jetzt schlagen wir wieder zu. Einmal. Zwei. Oh, den hat er geblockt. I am ready. Und okay. 3 HP kriegen wir in der nächsten Runde. Wir sparen mit Sir Kay die 3 auf. So, jetzt haben wir zum ersten Mal hier Schaden auf die Lebenspunkte bekommen. Aber ich glaube, also das sind dieser Balken, der müsste nach dem Kampf wieder aufgefüllt werden. Now we should find the one who is truly in charge here. Okay. Oder zumindest nach der Mission. Ah, guck mal, das wird automatisch gehighlightet, oder? 21. Ich glaube, ich muss nicht so genau schauen. Sobald hier irgendwas anklickbar ist, leuchtet es doch ein bisschen auf. Ja, hier immer. Okay. Rune für eine Zweihandwaffe nochmal 60 Gold. Hier noch irgendwas? Nein. Very well, that diplomacy was never my strong suit. So, wir bekommen hier noch was. Vorsehbare Schlacht. Wenn du das Gebiet vor dem Kampf erkundest, wirst du mit Informationen belohnt. Je mehr Aufmarschgebiete du entdeckst, desto mehr taktische Möglichkeiten hast du, wenn der Kampf beginnt. Du kannst jedes Gebiet, das du entdeckt hast, für den Einsatz auswählen. Also, der Kampf beginnt in dem Moment, wenn wir eines dieser roten Felder betreten. Solange wir dieses Feld noch nicht betreten, können wir uns quasi hier noch frei bewegen und uns anschauen, wie und wo die Gegner stehen. Also wir sehen jetzt, dass hier einer ist. Jetzt laufen wir mal in die andere Richtung. Ja, dann sehen wir, dass hier welche sind und dass hier noch einer steht. Und dann denke ich, hier oben auf der Minimap kann man das Ganze auch nochmal sehen und dann eröffnen wir jetzt. No way out without a fight. So, Aufmarsch. Das haben wir. Aufmarschgebiete sind durch rote Kacheln auf der Karte. Das habe ich, das, was ich gerade erzählt habe. Das Betreten dieser Zonen ermöglicht Garantiere, ihre Ausgangsposition zu wählen, bevor der Kampf beginnt. So, wir könnten sie jetzt auch noch umstellen. Also ich kann jetzt zum Beispiel Sir Kay auch hier rübersetzen. Ja, und wir selbst gehen hier hin. Ja, machen wir. Und dann starten wir. Ich gehe an ihn ran. Brandmarke ihn. Und jetzt kommt Sir Kay. Wenn ich das richtig sehe, zeigt er uns den Rücken, oder? Ja, Rücken stehe ich, 16 Schaden und wir marschieren weiter nach vorne. Den haben wir geblockt. Da kommen die anderen beiden. So, dann können wir jetzt zweimal hier zuschlagen. Einmal 6. Und beim zweiten Mal 8 und dann haben wir ihn. Und jetzt spare ich den wieder auf. Ich laufe ihm jetzt nicht weiter entgegen, sondern ich spare ihn mir auf. Ähnlich machen wir das hier. Wir sparen uns jetzt diese 4 Punkte auf. So, er geht Sir Mordred entgegen, er geht Sir Kay entgegen. Jetzt schauen wir mal, Sir Mordred hat
Insgesamt 8. Dann würde ich sagen, machen wir einmal Brandmarken auf ihn und schlagen dann zweimal zu. Jawohl, 6 Schaden. Und dann ist er weg. Und hier, okay, können wir auch zweimal zuschlagen. Und auch das reicht für einen Kill. What master do these soldiers serve anyway? That would be Sir Tywelyn. Lead me to him. I want to explain him that this is my castle now. So, you are back as well, traitor. You probably don't remember me. Ich wüsste zu gern, was ihr seid. I am just a walking corpse, cheated out of his death. And I will make everyone suffer for this injustice. Habt ihr auch einen Namen? He was Sir Tywelyn. A once noble warrior with 2 sons, both knights. Aha, Sir Tywelyn, auch ein weiterer Ritter der Tafelrunde. Ja, ist König Artus hier bei euch, wandelnder Leichnam? He is not. The unholy storm wrecked the ship that brought the dying king to Avalon. Er kann unmöglich tot sein, sonst wäre ich nicht hier. And the raging tempest. Something was waiting for the ship. And then the darkness took the king and all of us in its embrace. Arthur is beyond the Bridge of Sorrows, dwelling on the accursed land of Midnight. Spart mir den poetischen Unsinn. Sagt mir, wo er ist, dann lasse ich euch am Leben. Oder wie auch immer ihr diese Existenz nennt. Whatever you do, you need more than a blade to break my curse. Ja. Wir werden sehen. Im schlimmsten Fall werdet ihr immer noch jammern, wenn ich euch euren Kopf nehme. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier wieder eine Wache. Wir haben hier eine Wache. Die sind jetzt schon ein bisschen stärker mit 14 und auch 2 Rüstungspunkten. Und Sir Tywelyn 20 HP und 4 Rüstungspunkte. Ich denke, wir konzentrieren uns erstmal auf einen. Hier übrigens, da sehen wir schon sowas vorbeilaufen hier an einem. Das führt zu einem Gelegenheitsangriff. So, ich brandmarke ihn und schlage einmal zu, in der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht ihn schon rausbekommen. Ah, nein. 1 HP lassen wir stehen. Diesen Punkt legen wir zurück. Oh, da war es ja noch. Da war ja noch einer. Ein Fernkämpfer. Rückenstich. So, das sieht jetzt hier schon ganz schön heftig aus. Wir nehmen jetzt mal einen Schlag auf den. Noch einen Schlag auf ihn. Und jetzt haben wir, glaube ich, hier so einen Schwinger. Fügt jeder Einheit in einem Bereich von 3 Feldern Breite 75 Waffen. Ah, okay. Ah, das geht nicht, weil sie über Eck stehen. Schade. Ich dachte, ich könnte die beiden... Doch, geht. Doch, geht. Hier hinten rein können wir schlagen. Machen wir. Und jetzt haben wir noch einen normalen Schlag und den nutze ich, um die Wache zu töten. Und Sir Mordred. Tja, das ist ein Fernkämpfer da hinten, ne? Ich denke, wir bewegen uns jetzt, dass wir ein Stück auf ihn zukommen. Ah, 7. Müssen wir jetzt schon aufpassen. Wir schlagen einmal zu. Oh komm, na, der ist ja fast weg. 4. Den
Dann töten wir ihn jetzt. Okay, der Kampf ist noch nicht vorbei. Das heißt, wir stürmen ihm entgegen. So, jetzt kommen wir ran. Einmal brandmarken und dann zuschlagen. Kommen wir jetzt hier noch... Ja, nee. In der Runde leider nicht. Wir nähern uns von hinten an, wobei das in dem Fall ja vollkommen egal ist jetzt. Und töten ihn. The battle is over, and you must make a choice, Mordred. This is merely the first in a chain of similar decisions that will eventually determine what kind of leader you will be. Tell me, what will happen to Camelot? So, und dann sind wir jetzt an dem ersten, an der ersten Entscheidung von diesem angesprochenen, ja, ich nenne es jetzt mal Moral- oder Ethiksystem oder wie auch immer. Wir haben hier den Tyrannen, dieses Wildschwein, dieser Eber und den Löwen für Rechtschaffen. Und in dem Fall, ich hatte es ja gesagt, Rechtschaffen heidnisch ist unser Mordred, werden wir diese Wahl hier nehmen. Ich wurde von der Herrin vom See als Beschützer Camelots erwählt. Ich werde nicht diesen Thron besteigen, sondern meine Tafelrunde zusammenstellen und diese Aufgabe annehmen. Okay, ich bin Mordred und wurde auf der mystischen Insel Avalon wiedergeboren, der Ruhestätte der gefallenen Ritter. Eine Vision zeigte mir meine Aufgabe, König Artus zu finden und zu vernichten. Ich erwachte in einer zerstörten Burg, einem Abbild des echten Camelot. Dies ist jetzt meine Burg. Ich versuche noch immer, die Mächte zu verstehen, die mich hierher brachten, doch jetzt habe ich ein neues Reich und einen alten Gegner, den ich töten muss. Wir haben Stufenaufstiege, also das war jetzt die erste Mission, aber ich denke, mit dem Charaktersystem, mit den Stufenaufstiegen beschäftigen wir uns dann in der zweiten Folge. Wir haben hier unten auch noch einiges an Gegenständen bekommen. Das ist das Gold, das wir eingesammelt haben. Das hier sind Gebäuderessourcen, also man kann auch Gebäude ausbauen und erweitern, die einem dann ja zwischen den Missionen oder auch während den Missionen bestimmte Boni bringen, aber das werden wir alles in den nächsten Folgen noch erfahren. Und das sind Gegenstände, die wir eingesammelt haben, die wir dann auch, ja, wie man das von jedem guten Rollenspiel kennt, halt ausrüsten können. Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde den Einstieg auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das Intro war episch. Der ganze, ja, die ganze Thematik finde ich sehr, sehr spannend. Diese Artus-Sage und Dark Fantasy so ein bisschen vermischt. Das hat was. Also ich freue mich sehr auf dieses Let's Play. Und wenn ihr das auch tut, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Vergesst die Glocke nicht, dann werdet ihr über jedes weitere Video informiert. Diese Ansage gibt es bei mir auch immer nur im ersten Video versprochen. Danach halte ich die Klappe mit Eigenwerbung. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Tschö, tschö.